Heimdalls Turm. Bei 85 hätte er sich abgeschaltet. Okay, das bringt gar nichts, weil wir haben hier schon alles gemacht. Also, wir haben hier wirklich schon alles gemacht. Hier kommen wir nicht durch. Ja, den. Müssen wir, glaube ich, die anderen Dinger finden, um den neuen Trank zu brauen. Was? Nein, du... Oh Gott. Ich wollte aufwachen. War ein kurzes Nickerchen. Carpallo funktioniert, habe ich gerade gesehen. Kann ich mir nachher angucken. So, dann gucken wir mal. Also, das haben wir, das haben wir. Dann würde ich mal gucken, da können wir noch hin. Ah, das ist, glaube ich, noch nicht gebaut und wir haben auch nichts mehr zum Bauen, richtig? Ja, Tätowierwerkstatt können wir noch nicht bauen. Wir können ja mal... was hier so abgeht. Moin. Ja, ich hab zu wenig. Muss gehen. Dann gehe in Frieden. Tschüss. Nicht mal Hallo sagen, einfach sagen, ich muss gehen. So macht man das heutzutage. Was ist mit dir? Willst du auch reden? Was tust du hier noch gleich? Ich habe dieses wundervolle Land bereist und allerlei Geheimnisse und spannende Orte gefunden. Für etwas Geld teile ich mein Wissen. Wenn du Zugang zu meinen Karten willst, brauche ich Zugang zu einer Werkstatt. Vielleicht könntest du mir was bauen? Erzähl mir, was du hier tust. Ich habe dieses wundervolle Land bereist und allerlei Geheimnisse und spannende Orte gefunden. Für etwas Geld teile ich mein Wissen. Wenn du Zugang zu meinen Karten willst, brauche ich Zugang zu einer Werkstatt. Vielleicht könntest du mir was bauen? Klar. Ich muss gehen. Bleib gesund. Pass auf dich auf. Jojo. Also, wir haben einen Kartentypi. Was haben wir hier? Heidehof. Achso, das war Walka. Wir hatten ja noch so viel vor. Tova. Tova. Eivor, es ist Svein. Er starb, als ich fort war. Tova, tut mir leid, dass ich auch nicht hier war. Niemand war hier. Am Morgen wollten wir Teglas Fässer einbrennen und sprachen noch über unser Abendessen. Als ich ihn abholen wollte, lag er in seinem Bett. Ich dachte, er schläft, doch er war schon von uns gegangen. Ich bin sicher, er ging in Frieden. Aber er hatte noch große Pläne, so viel zu erledigen. Er hatte noch so viel vor. Sein Tod war so nutzlos. Nicht wie in unseren Geschichten.
Wenn wir Geschichten der Alten und Weisen erzählen, schwebt über ihnen diese zufriedene Ruhe. Sie wissen, dass ihr Ende gekommen ist. Und sie sind bereit. Svein war nicht bereit. Ich war noch nicht bereit dafür. Er wollte mir noch vieles beibringen. Ich wollte noch mehr lernen. Jeder sieht mich an, als könnte ich einfach seine Arbeit weiterführen. Als wäre nichts geschehen. Weil sie es nicht wissen. Sie wissen nicht, dass ich nicht bereit bin. Das Leben verlangt manchmal mehr von uns, als wir zu geben bereit sind. Wir können nur unser Bestes tun. Hm. Ich war nicht bereit, meine Eltern zu verlieren. Und doch wurden sie mir in einem Augenblick genommen. Hm. Ich hielt durch, weil ich leben wollte. Jo, mach das, Dave. Das muss hart gewesen sein. Aber du bist so stark, so entschlossen. Jemand anderes hätte sich vielleicht besser geschlagen. Oder schlechter. Doch das ist mein Schicksal. Also nehme ich es an. Ich weiß, dass Svein an dich geglaubt hat. An dein Können. Glaubst du auch an ihn? Vertraust du ihm? Er war der geschickteste Künstler, den ich je kannte. Und er wählte dich. Ob du an der Aufgabe wächst oder sie ablehnst, ist deine Entscheidung. Aber vergiss nie, dass er an dich glaubte. Ja. Vielen Dank, Eivor. Ich muss nach Hause. Sei stark, Tova. Vergiss nicht, dass wir dich schätzen. Verzeih, dass ich nicht hier war, um dich zu verabschieden, alter Freund. Du hast Tova viel beigebracht. Durch sie lebst du weiter. Wenn ich meine Augen schließe, Svein, sehe ich deine Entwürfe auf den Armen der Götter. Du hast Tova viel beigebracht. Durch sie lebst du weiter. Okay, das war's, glaube ich. Machst du? Karis Haus, Karis Holzwerkstatt, arbeitet in einer befestigten. Oh, okay. Boah, wir müssen echt mal mehr plündern gehen, ne? Was macht denn unser Jagdhaus? Also zum einen, was macht unser Fischer hier? Nee, Gunnar. Armer Egon, ja. Okay, Gunnar hat uns sonst nichts zu erzählen. Auf das, was dir da draußen dienlich ist. Ja, jo. Hami unterstrich Koffein. Da wolltest du doch noch den Knurknur hinbringen. Ja, deswegen. Grüß dich, Eivor. Vielleicht solltest du dir das mal anschauen. Ich habe immer noch keine coolen Fische gefangen, ne? Nope. Das sind gute Fische. Ja, die ich alle nicht habe. Nun muss ich gehen. Auf bald. Leb wohl! So, hier können wir mal unseren Plunder verkaufen. Hey, Yanli. Was kannst du mir heute anbieten? Nur ein Narr würde da Nein sagen. Ich hab noch mehr. Schau einfach mal wieder vorbei. Dup, 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 dup. Ist das dann alles? Nee, ich hab eigentlich ja noch ein bisschen was zu verkaufen. Du bist mein Zweitbester, sonst nicht? Zweitbester? Wer ist denn der beste Kunde? Ich muss los. Bis bald. Wir sehen uns, Eivor. Okay, das ist immer noch von der Familie. Ist das hier das Jagdhaus? Ich weiß es gerade nicht. Nee, das ist der Bäcker, oder? Ja, Chubby. Eivor, ich wollte dich schon aufsuchen. Warum? Emir unterstrich Baschur. Im Zweifel sie selbstständig XD. Oh, von ihm trennen? Soll ich dich ins Langhaus zurückbegleiten? Ins Langhaus?
Ich fühle mich jetzt und hier sehr wohl. Ah. Komm, einmal in die Vollen. Da liegt ein Brief. Wir müssen gleich erstmal Brief lesen. Ist das vielleicht von Torbjörns Ex oder so? Wir müssen sie töten. Oh, die sind schon echt süß. Ich mag Torbjörn. Also von den NPCs, die wir so bisher kennengelernt haben, mag ich Torbjörn mit am liebsten. Weil der ist so mega unscheinbar. Guck mal, nicht mal zerstruffeltes Haar. Komisch. Hey, Torbjörn. Ich will nur eben mal gucken, was hast du denn da? Torbjörns Tagebuch. Eva versichert mir, dass dies meine Entscheidung war und dass ich mir meine Freiheit selbst verdient habe. Doch das ist nur Bescheidenheit. Ohne Eva würde ich mich immer noch hinter einem Namen verstecken, würde an die Familie gefesselt sein, immer noch stehlen, verletzen, töten. Es war die Ermutigung und Unterstützung, die ich brauchte, um endlich diesen Schritt auf dem Weg in mein neues Leben zu tun. Ich werde mir einige Tage geben, mich an diese neue Freiheit zu gewöhnen. Aber ich muss gestehen, dass derweil meine Ketten abfallen, mein Herz ein bisschen schneller schlägt. Vielleicht sind es nur die Umstände und das Hochgefühl meines neuen Daseins. Aber etwas in mir wurde erweckt, das über einfache Bewunderung hinausgeht. Wenn es so weitergeht, muss ich vielleicht klarer über meine Gefühle sprechen. Doch bis dahin bin ich ruhig, backe Brot und sehe lächelnd der Zukunft entgegen. Oh. Tja, Torbjörn, war schön mit dir. No! Oh no! No! Ich habe es gesagt. Deswegen hat sie ja die fancy Flechtfrise. Ach so. Das hat lang gedauert, lachendes Smiley. Ach so. No, nein, ich mag ihn nicht. Ich mag ihn nicht. Nein, ich find ihn voll kacke. Ich wollte dich nicht beim Lesen und... Ja, alles gut. Ach, gefunden. Eivor. Petra, hi. Können wir zweigleisig fahren? Eivor. Petra, dein Gesicht könnte den Donner verstummen lassen. Stimmt etwas nicht? Nein, nein, alles in Ordnung. Nun ja, eigentlich gar nicht so einfach. Nur zu, ich bin ganz Ohr. Weißt du, ich habe unsere gemeinsame Zeit heute wirklich genossen, Eivor. Mehr als das. Was ich gerade zu sagen versuche, ist, ich mag dich, Eivor. Ich würde nur zu gern sehen, wohin unsere Reise geht. Vielleicht könnten wir zusammen sein. Ich kann nicht gleichzeitig mit beiden. Aber. Was mache ich denn jetzt? Weißt du, Cassandra war einfach die Schlampe, die mit jedem, der nicht bei drei auf dem Baum war, ne? Und sie will hier jetzt mit Moral kommen? Das ist unfair. Emir unterstrich Baschur. Vielleicht später Torbjörns Uhr tickt ja. Ja, okay. Sollen wir sie direkt vor dem Latz schneiden, dass wir vergeben sind? Oder ihr das Herz brechen, indem wir sagen, sie ist nur eine Freundin? Latz knallen oder Herz brechen? Hallo Chris. Chris, du hast ein neues Mitten-Emote. Eins. Tut mir leid, Petra, doch ich bin schon mit jemandem zusammen. Das wusste ich. Ich dachte, dass... Oh, wie töricht ich war. Oh, gräme dich, Petra. Aber das ist gut. Ich fühle mich geschmeichelt. Nun ja, zumindest weißt du nun, was ich für dich empfinde. Immerhin. Oh, Petra. Petra. P-
Petra, Eivor, Petra. Einfach nochmal. Tut mir leid, Petra, doch ich bin schon mit jemandem zusammen. Direkt nochmal, in your face. Ich gräme dich nicht, alles ist gut. Nun ja. Oh. Was hast du mir heute mitgebracht, Eivor? Aufgabenliste. Eine Geschichte von Petra. Petras Tagebuch. Welch ging auf dem Heimweg von Medeshestet verloren, suchte ihn mit Eivor, nahm versehentlich Pilze zu mir, sah die Weiten des Weltenalls und die dahinterliegende göttliche Kunstfertigkeit, sprach mit weißem Hirsch, fand Welch, war froh. Eivor macht neugierig, beeindruckend, mächtig, aber auch sehr unterhaltsam. Würde gern mehr wissen, viel mehr. Brauche außerdem neues Jagdmesser. Meins ist stumpf. Boah, also ich glaube, Autorin wird sie nicht, ne? Denn doch, lieber Torbjörn, der weiß sich wenigstens auszudrücken. Schön, sehr schön. Die Natur ist wundervoll. Aha. Sieh dir unbedingt die neuen Sachen an. Ich habe dir etwas mitgebracht. Habe ich das? Läuft das eigentlich unter Plunder? Ich glaube, das nächste Mal werde ich einfach erst hier hingehen und dann... Ja, leider schon. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja. Ja. Oh, wir können nicht mit zwei gleichzeitig. Erkennst du keine Hand? Ruhe dann, Holmgeer. Was soll das Geschrei? Genug, alle beide. Randvi, das ist die Sache hier. Oh, Maus. Geht es dir gut, mein Kleiner? Ich muss erstmal Briefe lesen. Ein neuer Brief. Ich muss erstmal Briefe lesen. Oh, Wolfeders Brief. An die Kriegerlegende Eivor von den Raben. Wie versprochen habe ich das Manuskript zu den wundersamen Ereignissen in East Anglia, derer wir Zeugen wurden, fertiggestellt. Oh, der Bot ist heute ein bisschen zickig. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Der ist heute sehr, sehr zickig. Anbei findest du eine Abschrift zu deiner Unterhaltung. Gemäß deiner Bitte wurden Namen und Taten bei der Schaffung dieser Erzählung, die unseren Landen neue Kraft verleihen soll, verändert. Dein Gottesname, Mutter Wulfilda, Äbtissin von Bersingum. Das geht. Blödes Pott. Ja, der ist heute echt... Eine erhebende Geschichte und viel besser als dieser schreckliche Tag. Mein Mann hat sie auch geändert. Und ein Drachen hat sie auch mit eingeflochten. Immer diese Drachen. Oh, das Maus. Warte, bis Eivor zurück ist. Vorher können wir das nicht klären. Okay, Brief von Sheolwulf. Sorry, Randvi, ich muss erstmal kurz, ne? Ich habe mich übrigens gespoilert. Also, was die, Beziehungen angeht, habe ich mich ein bisschen gespoilert. Oh, sei doch ruhig. Du erfährst es, sobald ich es weiß. Geh jetzt bitte nach Hause. Ja. Ich kann warten. Gar kein Problem. Och, hör doch auf. Eivor, ich bete, dieser Brief trifft dich und meinen Sohn wohlbehalten an. Geolbert schrieb mir nun schon einige Male, häufig mit so haargenauen Schilderungen. Es ist, als wäre ich dort. Entschuldige dich bei Hoadan. So schwer kann es nicht sein. Entschuldigen? Wofür? Ich nutze das Pferd besser, als Ruadan es je getan hat. Es steht den ganzen Tag im Schatten und zieht Fliegen an. Du Dummkopf, die Fliegen sind da, weil sie keinen Schweif hat, um sie zu verjagen. Aha. Er bewundert dich, vertraut dir. Es wärmt mein Herz zu wissen, dass... Ruadan, ich bitte dich, das ist doch völliger Unsinn. Wenn du nur sehen könntest, was ich gemacht habe mit diesem...
Randvi, bitte, bring ihn zum Schweigen. Warte, bis Eivor zurück ist. Vorher können wir das nicht klären. Dass er jemanden hat, zu dem er aufblickt. Ich weiß, du wirst seiner gerecht werden. Was mich betrifft, so habe ich mich gut in diese neue Rolle eingelebt. Mein Hof steht hinter mir und das Volk ist mir treu. Zum ersten Mal seit langem ist Mercia befriedet. Dank dir, König Ceowulf der Zweite. Jo, Hami. Ich kann warten. Gar kein Problem. Haltet den Mund. Eivor, Tür sei Dank. Ich habe laute Stimmen gehört. Ist etwas? Holmgeir hat mich bestohlen. Ich verlange, dass er bestraft wird. Stehlen ist ein starkes Wort. Stiehlt das Reh, wenn es aus dem Fluss trinkt? Bestiehlt die Krähe ein Feld, wenn sie das süße Gras frisst? Die Angelegenheit erfordert ein feinfühliges Urteil. Würdest du? Weiß ich? Oh Gott. Natürlich. Nochmal von vorn. Bitte. Sieh an! Och, Dark, halt doch den Mund, verdammte Scheiße. Was? Wer eignete sich besser, um in Sigurds Abwesenheit die Konflikte zu lösen? Vielleicht lässt du sie das selbst klären. Aber das würde bedeuten, etwas abzugeben. Nicht wahr? Boah, ey. Ja, ja. Siehst du, Eivor kriegt schon Migräne. Sagt mir, was passiert ist. Ich beginne. Also, dieser philisterhafte Sachse hat mich fälschlicherweise beschuldigt. Ein Philly, was? Machst du dich über mich lustig? Ruhe, bitte. Ich höre beide Seiten an und treffe eine Entscheidung über die Notwendigkeit einer Wiedergutmachung. Verstanden? Ruhe dann. Erzähl mir deine Sicht auf die Geschehnisse. Nun, wie du sicherlich weißt, sind Holmgeir und ich Nachbarn. Ich habe ihn oft dabei erwischt, wie er in meinem Stall Werkzeuge stahl. Auslieh. Holmgeir, lass ihn sprechen. Stehlen, ausleihen, es ist doch so. Ich habe ihm stets gestattet, zu nutzen, was er braucht. Ich bewundere eure nordische Großzügigkeit und wollte ihr gerecht werden. Aber heute Morgen hat Holmgeir meine Güte ausgereizt. Als ich den Stall zur Fütterung betrat, fehlte meiner schönsten, sanftmütigsten Stute der Schweif. Kein einziges Haar war mehr da. Ich schäme mich, es zu sagen, aber mein erster Verdacht führte mich zu Holmgeir. Und ich hatte recht. Denn als ich hinüberspähte, sah ich, wie er den in Farbe getränkten Schweif des Tieres in der Hand hielt und ihn über einen Stoff... Ich malte, Ruadan. Ich malte. Bei dir klingt das so primitiv. Siehst du? Diese ganze Überheblichkeit. Es wird Jahre dauern, bis Elfjifus Schweif wieder so lang ist. Ich verlange eine Wiedergutmachung. Ich verstehe. Hab Dank, Ruadan. Holmgeir, erzähle mir deine Sicht. Eivor, du kennst mich seit Jahren als Skalde. Du hast gesehen, wie meine Gedichte den Menschen Freude und Weisheit bringen. Und du weißt, dass meine Arbeit eine gewisse, na sagen wir, Freiheit braucht. Ich brauche für meine Dichtkunst häufig seltene Dinge. So ist das nun mal. Und oft, wenn mir das nötige Werkzeug fehlt, muss ich etwas Neues probieren. Alves Gehstock, Tovas Farben, man gab mir all das freigebig. Du hast meinem Pferd den Schweif für einen Pinsel abgeschnitten, du! Tod durch Snusnu. Wie ich bereits ausgeführt habe, erkannte ich an diesem schicksalhaften Morgen, dass meine poetischen Bestrebungen einige wohlplatzierte Pinselstriche vertragen könnten. Ich dachte da an einen faserigen Ast, einen Stoff oder meine Hände. Aber nein, ich brauchte etwas Weicheres. Für den perfekten Pinsel brauchte ich das feine Haar eines gepflegten Pferdes. Und da kam mir eine bekannte Quelle in den Sinn. Du hast Elfjifus Schweif am Steiß abgeschnitten, ohne zu fragen! Es war früh am Morgen. Ich wollte dich nicht wecken. Vielen Dank, Holmgeir. Ich denke, ich verstehe deine Sicht. Das sind Probleme. Ich denke, ich habe genug gehört. Wenn ihr bitte... Mein Pferd sieht grässlich aus. Es ist kaum ansehnlicher als ein Esel. Du musst etwas unternehmen. Verwechsle Haar nicht mit Schönheit, Ruadan. Sie strahlt noch immer. Elfjifus Haar wird bald nachgewachsen sein. Ruhe, alle beide. Hört zu.
Scheiß Sachse. Ruadan, Holmgers Tat war töricht, aber geschah nicht in böser Absicht. Und sie hat dich nichts gemacht. Das Haar wächst nach. Aber nun zu dir, Holmger. Ab heute nimmst du dir nichts mehr, ohne zu fragen. Entschuldige dich bei Ruadan und vertragt euch. Das wird hoffentlich eine sehr gute Entschuldigung. Das wird sie. Vor dir, o Herr der Pferde, beuge ich mein Haupt in Demut. Dir, Elfjifu, eleganteste der Stuten, widme ich mein fertiges Werk. O König der Menschen, o Königin der Pferde, wie viel höher steht ihr als ich? Es tut mir leid. Ruadan, bist du zufrieden? So gut es geht. Ich nehme die Entschuldigung an. Gut, dann lassen wir die Sache mit Türs Segen ruhen. Wir sind fertig. Kehrt in Frieden nach Hause zurück. Snusnu. Hat sie ihm ihr was abgebissen? Nee, habe ich nicht. Ich gebe dir dein Werkzeug zurück und biete dir ein Bild als Zeichen des guten Willens. Wenn deine Bilder kein Pferdehaar wachsen lassen können, habe ich kein Interesse. Wenn die kein Pferdehaar wachsen lassen können, dann ist es mir egal. Tutui Snusnu. So, was ist jetzt eigentlich hinter Nummer Tür 2? Hinter Tür Nummer 2 waren eigentlich französische Chips mit Bolognese-Geschmack, aber es waren die falschen Chips drin, deswegen waren es spanische Chips mit Schinkengeschmack. Sehr lecker. In diesem Sinne mache ich jetzt eben kurz eine Pause.